Hallo liebe Freunde von FDG, hier sind wir mal wieder, Conny und Rico. Hallo Leute. Ja, wir haben heute für euch ein kleines, aber feines Video mitgebracht. Ja, und ihr seht es schon im Hintergrund, es geht um Schlangen. Heute mal um eine Schlange. Wir sind in Richtung Thailand, im Reich der Schlangen. Ja, und da haben wir ein Mattfossil entdeckt, das seit langem, muss ich sagen, mal wieder eindeutig ist. Ja, also da gibt's, kann man sagen, auf den ersten Blick. Da gibt es keine Zweifel. Ja, ihr seht es jetzt hier im Hintergrund, da wo die Schlange ungefähr eingeblendet ist, liegt dort diese Höhle, diese Naga-Höhle, diese Schlangenhöhle. Und der Ort ist Buangkan. Genau. Buangkan in Thailand. So, und jetzt haben wir erstmal ein kleines Video im Hintergrund, dass ihr ja das ganze Objekt mal so von allen Seiten betrachten könnt. Könnt ihr euch auch erstmal selber eine Meinung bilden. Der buddhistische Mönch, der geht da rein und zeigt das dem Kamerateam. Ihr seht es jetzt hier auch schon an der Struktur. Ja, ich hätte fast Haut schon gesagt, ne? Ja. Ja, an der Schlangenhaut, an der schuppigen Struktur. Auch hier drin, man sieht dieses Rötliche. Also die ist auch wohl beschädigt. Und jetzt hier der Kopf. Ja, so sind wir darauf aufmerksam geworden. So wird man darauf aufmerksam, ja. Bei dem Kopf. Ja, und wenn man dann drin halt schaut, du sagst so, die ist so wie zusammengerollt, ja? Ja, denke ich schon. Hm. Sieht so aus, eben auch wegen dieser Rundung oder Krümmung, hast du gesagt. Ich Krümmung, sag ja, eher diese, Rundung, diese Rundung, ja, diese. Weil Krümmung ist ein bisschen was anderes für ja, mich. Wir haben jetzt gleich noch einige Bilder rausgesucht aus der Gegend, wo man es dann noch besser sieht als jetzt hier in dem Video. Das Video läuft ja relativ schnell. Aber mir gefällt halt auch innen die Struktur dieser Höhle. Also als wenn von der Schlange auch was beschädigt ist. Wenn die da verletzt wurde oder so, da hängen so wie so rote Fetzen runter, wenn man da genau ja, ich schaut. Ich hatte auch schon mal so den Gedanken, wenn die sich häutet. Ja, sowas, ja. Ja. Jetzt haben wir es hier am Stein schon gesehen, die erste Struktur. Und hier ist jetzt diese Rundung. Die ist ja wirklich wie zusammengerollt, die Schlange. Ja. Und mega groß, muss man sagen, wenn man den Kopf schon draußen sieht. Ich weiß auch nicht, jetzt hier zum Beispiel, das Bild, es ist Wahnsinn, ja. Man sieht ja den Mensch auch daneben, ja. Und da ist dann schon die Größe. Und die geht rechts richtig um die Kurve rum. Ja. Ja. Ich habe schon mal versucht zu schätzen, ich weiß nicht, 100 Meter ist die bestimmt lang. Und wenn man es ausrechnen würde, wenn es ja, da so eine... Vielleicht reicht das gar nicht. Eben. Vielleicht reicht das gar glaube, nicht. Es würde nicht langen, weil... es kommt auch auf die Schlangenart an. Ja, und da die ja zusammengerollt ist, kann man es echt schwer schätzen. Ja. Aber das war echt ein Mordsvieh, ja. Ein Riesenvieh. Auch hier wieder die Rundung. Oder die, wie sagt man dazu? Ja doch, Rundung. Rundung, ja. Rundung. Die liegt halt zusammengerollt. Die Hautstruktur ist wirklich eindeutig. Oder Rollung fürs Rollung, ja. So eine Rollung hört sich aber blöd an. Es ist natürlich noch sehr viel Gestein, auch so in der Gegend ringsrum. Vielleicht noch eine andere Schlange. Schau mal, da hast du jetzt nochmal den Kopf ein bisschen verdeutlicht. Ja, da ist der Kopf nochmal. Obwohl das gar nicht nötig ist, weil es meiner Meinung nach, also man sieht ja schon fast, wie die Schlange... Ja, ja. Man hat schon fast eine Gesichtsstruktur. Ja, ja, eben. Wollte schon sagen, ja. Wie sie grinst. Von dem Kopf kommt dann noch ein besseres Bild, noch etwas weiter weg, wo man auch die Größe mal noch sieht. Aber halt diese Schlangenstruktur, diese Hautstruktur, die ist mehr als eindeutig. Wie will man das noch geologisch erklären? Ja, Wind, Abrieb, ja, Abschürfung über tausende von Jahren und dann ist dann aus Versehen auch dieser Schlangenkopf entstanden. Kann man geologisch gar nicht mehr erklären. Ja. Also dieser Kopf hier, das ist mehr als eindeutig. Ja, das Kobra scheint es nicht zu sein. Die haben ja in Asien mehr so die Kobras, aber das sieht mir nicht nach einer Kobra aus. Schwierig zu sagen, was das ja, dann mal für eine Art war. Schwierig. Es gibt da, wie gesagt, in Thailand bestimmt 100 Schlangenarten oder so. Gerade in Asien. Ob das eine Giftschlange war oder eher ein Würger. Python. Python, ja. Auch hier sieht man an der Seite, ich habe das extra mal so runtergezogen. Da sieht man richtig, wie es hinten um die Ecke rumgeht. Ja. Wahnsinn. Und hier der Kopf. Das sieht halt vorne wirklich aus wie die Schnauze. Wie die Schnauze einer Schlange, ja. Ja, die wollten wir euch zeigen und auch nicht vorenthalten und sind im Grunde jetzt schon so wieder am Ende.
aber einfach mal... Mal ja. wieder ein Video, weil wir lang mal nicht da waren. Hm? Genau, und vor allen Dingen, weil es wirklich sehr interessant war jetzt mit dieser Schlange. Und ich hoffe, wir können uns vielleicht in der nächsten Zeit mal wieder eher ein Video liefern und nicht mehr so lange auf uns warten lassen. In diesem Sinne, ciao, ciao. Ciao, Leute.